Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe auf dem Kanal meiner wundervollen Frau. Und deinem. Und meinem. Ja, du musst. Ich dachte, du sagst Hallo, deswegen habe ich kurz gewartet. So, hallo. Und auf meinem Kanal. Das Ganze, also den Kanal meiner Frau, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mein Kanal, da seid ihr gerade drauf. Und. Hallo, Emilia. Wir spielen. Ja, was spielen wir eigentlich? Schätz, wer ist das Spiel? Spielen Stöckli. Stöckli? Und ihr seid dabei. Das ist eine verniedlichte Form von Minecraft. Ja. Ja. Also ist eigentlich Minecraft in ein bisschen bunter, ein bisschen, ja, die Charakter sehen schöner aus. Eine Mischung aus Space Engineers und Atlas. Genau. Was? Echt? Echt jetzt? Nee, auf jeden Fall, also ja, Minecraft ein bisschen kleiner von den Blöcken her. Ja, ich finde aber auch, die Charaktere sehen ein bisschen. Sie bewegen sich. Sie sehen, das war geleuchtet. Was? Ich habe nichts gesehen. Weil Gewitter draußen auf einer Bank sitzen, wo einem Klötzchen auf den Kopf fallen, ist auch total toll. Ja, der Regen, der tut ein bisschen weh im Kopf. Ja, das ist immer so Pong, 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 Pong. Genau, also wir haben jetzt die Einführung gemacht. Wir haben jetzt eigentlich noch einen Plan. Ich habe einen Plan. Du hast ja die Einführung gemacht. Ich habe noch gar nichts außer so einem popligen Becher, so eine Hundehütte. Glaube ich, dass es eine ist. Und so ein komisches Schild. Ja, damit kannst du. Das ist mir eben jetzt abhanden gekommen. Meins ist weg. Wissen das? Das hatte ich aufgestellt und jetzt ist es weg. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, wir gehen da drüben mal in den Laden. Weil das hier ist so ein Handwerkerladen. Ich habe kein Geld. Ich bin pleite. Kann man nicht irgendwo Aufträge machen? Irgendwo einbrechen. Handwerkerladen, Grundvoraussetzung. Dach, beliebige Blöcke, fertig. 4 Tresen, fertig. 2 Tür, fertig. Guck mal, wer da kommt. Oh! Oh! Maximi, Maxima. Wie weit bist du mit der Scheune? Jetzt, wie weit soll ich sein? Alisa sollte in der Lage sein, dir zu helfen. Tagsüber hängt sie normalerweise in der Nähe des Handwerkerladens rum. Und dann drücken wir mal auf M. Wo ist denn die Alisa? Ich will mit ihm reden, ich will mit ihm reden. Was ist da hinten? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin der Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Ich habe das Gefühl, dass ich dich öfter sehen werde, um Gottes Willen. Oh, das war's schon. Ist ja nicht sehr gesprächig. Also ich gehe mal nach dahinten, da kannst du auch mal mitkommen. Ja, Moment mal ganz kurz. Achso, hier ist gar keiner mehr in dem Laden. Ich würde gern was kaufen. Aber irgendwas habe ich gerade aufgesammelt. Ich würde gerne was kaufen. Da hinten ist noch ein Sternenteil. Ich würde gerne Werkzeug kaufen. Schon. Ich bin hilflos und dein Mann, helfen Sie mir über die Straße. Bist du? In dem Laden, ich will Handwerkszeug kaufen. Die Alisa suche ich. Achso, dann suche ich mit. Ja. Die ist gerade eben an uns vorbeigelaufen. Nee, die ist hier im Gebäude drin. Wo ist sie hier? Ich rede mit Farmfan. Ja, ich sehe dich, aber du müsstest eigentlich nur mal nach links gucken. Wenn du hier bist, um mit mir zu reden, wer passt dann auf die Farm auf? Feuner. Was? Doch, mein Katz. Spinnt die? Stimmt die jetzt? Das war ein süßes Schlafzimmer. In welchem Haus bist du denn jetzt? Hey, stehen bleiben. Bereit, vom Meister persönlich zu lernen, ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur 3 Sachen. Bestandteile, Blaupause oder Rezept und Handwerksstationen. Die Stationen, die du brauchst, um die Scheune zu bauen, stehen alle im Handwerkerladen. Kannst gerne nutzen, aber wehe, du rennst damit weg. Ist ein bisschen komisch hier. Wenn Bauten zerstört werden, dann sind sie unbrauchbar, bis sie repariert. Also, die Blaupause hier zeigt dir, wie du den Trog für die Scheune bauen kannst. Ich habe aber das Gefühl, du weißt schon, wie man so den einen oder anderen Block herstellt. Nö. Du brauchst aber die Blaupause, um sie einzuprägen. Dann kannst du jederzeit den Blaupausenunterpunkt in deinem Inventar finden. Ich gebe dir mal einen Moment, um dir das anzugucken. Woher kommt denn die? Schwatz mich an, wenn du damit durch bist. Oh Gott, wer hat die Texte hier?
Gut, ich habe keine Ahnung. Quatsch du mal mit der, komm. Hey, könntest du mir mal zur Hand gehen? Bin mir nicht sicher, ob ich dich hier schon mal gesehen habe. Sind dir gegenüber sehr skeptisch. Ich würde dir ja die Hand schütteln, aber ich bezweifle, dass du Lust auf Öl hast. Der Name ist Alisa. Falls du je Hilfe mit was Technischem brauchst, sagst du einfach Bescheid. Ist das etwa eine Pharma-Lizenz? Ja, tritt mich doch ein Pferd, dann hat dir der olle Maximi Maxima dich wohl wegen der Scheune geschickt. Nee, hat er eigentlich nicht. Welche Scheune? Das ist zwar ein ganzes Stückchen Arbeit, aber dann gewöhnst dich wenigstens an die Arbeit hier. Die sind ja wenig schnippisch, ne? Ja. Siehste, da ist eine Markierung, die dir zeigt, welches Land zur Scheune gehört. Die kriegst du in allen Formen und Größen. Und die kleinen Briefkästchen? Gleiche Geschichte. Hause einfach in den Boden und pass auf, dass du sie richtig rumdrehst. Dann kannst du gar nichts falsch machen. Kannst jederzeit einen Blick drauf werfen, wenn du mal nicht was weißt, was du brauchst. So. Jawohl! Und vergiss das nicht. Das Scheunending baut sich nicht von selbst. Da musst du dir wohl mal den Finger dreckig machen. Ja, ja. Du suchst dir einen schönen Baum fürs Holz, hackst den in kleine Blöcke und stapelst die aufeinander. Sonst kommst du zu mir in den Handwerkerladen und ich verscherbe dir die Blöcke. Andere Teile könntest du aber schwerer zu bekommen sein. Achso, nee, Moment. Andere Teile könnten aber schwerer zu besorgen sein. Und jetzt mach dich ab. Find ein schönes Plätzchen für die Scheune und vergiss das Holz nicht. Eine schöne Axt wird dabei helfen. Wirklich, ne? Wenn du das Holz in der Hand hast, zeige ich dir, was man daraus so Schönes machen kann. Ja, komm, wir machen uns mal ab. Entschuldigung. Die war anstrengend. Tschüss. 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 Was ist da? Geh, aber geh mit Gott. Was ist da? Oh, was aufgesammelt. Du wirst langsam müde. Ja, du musst schlafen. Das Gebiet ist geschützt. Oh. Was machst du denn, Jutta? Oh. Weißt du fremde Leute Blumen raus? Nein. Das kannst du nicht machen. Wie kommst du da drauf? Ich mach gar nichts. Ja, du hast die Hand frei, ne? Ja. Die sagen gar nichts. Was ist das hier? Geh mal einfach. Also wenn wir zusammen spielen, dann müsste eigentlich das Gebiet, was wir haben, Was machst du denn mit der Spitzhacke? Welches ist jetzt unser Gebiet? Jetzt habe ich schon wieder Orientierung verloren. Da hinten müssen wir lang. Hier lang. Was? Müsste das ja eigentlich auch dein Gebiet sein. Eigentlich ja. Na? Dann müsstest du die... Wo bist denn? Ich bin hinter Ria, Entschuldigung. Au! Oh nein, was ist das? Was ist das? Ich habe jetzt immer vor Müdigkeit umgefallen. Tipp, benutzt die Pfeife und dein Haustier macht ein paar Tricks. Oh, jetzt ist wieder Morgen und der Regen ist weg. So schnell geht's. Mal kurz auf den Bürgersteig. Ja, schnell, schnell. Dann muss ich auch nochmal nach meiner Katze gucken. Schnell, schnell. Aua, aua, kannst du überhaupt für mich zu hauen? Aua! Hallo, Luna. Kann ich meine Hundehütte daneben stellen? Ja, wenn dein Hund meiner Katze aber was tut, dann gibt's Ärger, gell? Du musst mir in den Laden gehen. Ich habe hier Apfelbaumsamen übrigens gekauft, gell? Jasper ist zufrieden. Musikalische Pflanze. Hä, wo ist er? Was? Wo? Das ist aber... Was hast du gemacht? Jasper ist zufrieden. Oh, ist der süß. Oh, aua, aua, aua. Oh, der hat... Aua. Hey. Der war gerade nicht nett. Aber ich wollte eigentlich einen Hund.
Das ist doch ein Hund. Das sieht aus wie eine Katze. Nee, der spricht ein Hund. Guck mal deine Katze an und guck mal de Jasper an. Der sieht ganz anders aus. Nui. Eigentlich nette. So, was ist jetzt dieses komische Schild? Naja, damit kannst du eben die Scheune bauen. Das Problem hatte ich ja auch. Die wollte ich ja... Ach, da steht mein Schild. Guck mal, jetzt ist es wieder da. Hier kann eine Scheune... Wo stelle ich jetzt mein Scheunenschild hin? Ja, du musst gucken. Wenn du mal auf M gehst, siehst du so die Umrandung von dem Grundstück und dann kannst du mal schauen. Dann könntest du zum Beispiel da hinten zwischen die Bäume stellen. Guck. Oh. Da. Oh. Aber das Problem ist, ich brauche eine Spitzhacke und ich weiß nicht, woher ich die krieg. Ist das jetzt falsch? Du, wenn die da hinpasst? Nee, Noi, die ragt ja Richtung deiner. Also die geht jetzt bis in deine ran. Du kannst mal zeige Regionsanzeige, wenn du da mal drauf klickst. Mit der Rechtstaste, dann siehst du die Umrandung. Nochmal, Entschuldigung, welche Taste? Ich mach grad. Schau, jetzt siehst du, wo deine. Aber wie kann ich das Schild wieder entfernen? Ja, mit dem Hammer. Du brauchst einen Hammer. Hast du keinen Hammer? Ich hab keinen Hammer. Aber ich habe eine Axt. Du, dann mach ich meine weg. Ich habe Holz geholt. Ja, guck. Ich habe Holz geholt. Ja, aber das ist doch, das Schild liegt da jetzt. Ich habe es aufgesammelt. Mach mal mein Schild weg, der steht doch hier total doof. Warum? Ja, guck mal, das steht hier voll drin, ey. Moment, wo ist das Scheunenschild jetzt? Es ist weg. Hast du dein Scheunenschild noch? Ich habe hier eins drin, ja. Stell das mal wieder dahin, wo ich war. Da steht's auch gut. Mach mal mit I dein Inventar auf. Oder mit E. Ah, ja, da. Und dann oben die Leiste. Ah, okay, okay. Ich glaube, wir müssen in diesen Handwerksladen und da sind die Werkbänke, wo wir quasi mit dem Holz hingehen. Die Blöcke herstellen. Du meinst wieder zu Alicia? Ja. Die war komisch. Pinch? Wer kommt da? Da läuft jemand. Guck Oscar. Mal. Das ist Oscar. Der ist ein bisschen, auch ein bisschen. Aha. Mhm. Ah ja. Der ist auch manchmal ein wenig komisch. Ich finde es immer schön, wie du dein Holz mit dir rumschleppst. Ja, ich kann keine leeren Hände machen. Ich hab einen gelben Wuchselboy aufgesammelt. Hm? Was ist das? Guck mal, da ist die Alicia wieder, die hilft dir. Oh, wo ist sie? Wo ist sie? Alicia, komm her! Bereit vom Meister persönlich zu lernen? Ist eigentlich ganz einfach. Du Guck, brauchst jetzt nur. Hab ich hier die Säge. Entschuldigung! Du brauchst nur drei Sachen. Bestandteile. Hier kannst du Bauholz. Blaupause. Oder Rezept. Und Handwerkstation. Aber das hatten wir alle schon. Das kennen wir alle schon von dir. Ich überspringe das. Warte. Also. So, okay. Montieren. Nee, Säge. Ja, pass auf. Montieren. Ich habe jetzt. Habe ich denn die Blaupause gekriegt? 44 Klötze und Balken habe ich jetzt. Aber ich will ja. Kann man da nicht? Du kannst diesen Gegenstand Guck nicht benutzen. Guck mal, hier kannst du Holzklötze kaufen. Guck mal. Ja, aber können wir die nicht auch selber machen? Ich glaube nicht. Ja, doch nochmal schon, aber hier kannst du. Oh. Ja, pass auf, das gibt so Balken. Die habe ich mir ja auch gemacht. Und hier kannst du eben die Holzklötze holen in sämtlichen Farben.
Okay. Aber ich möchte keine. Ach, hier kannst du die Werkbänke kaufen: Schnitzstation, Fliesenlegerstation, eine Sprinklerbaustation, großer Sprinkler, Montage. Wo ist denn jetzt mein. Hä, wo ist die Blaupause hin? Meine Blaupause ist verschwunden. Na, du kannst aber auch welche kaufen: Hühner, Futterstelle, Saatgutschild. Bankkiste, Bienenhaus, Blaupause. Meine Blaupause ist verschwunden. Und ja, der ließ ja dir geklaut. Die hat sie mir doch gegeben. Hä? Vielleicht war ich unfreundlich, hat sie sich die wieder geholt. Hier kannst du Zäune kaufen, hier sind ganz viele. Oh, eine Torte kann ich backen. Handwerk, wie ist das Zeug da, was wir machen sollen? Frankenstein-Boxkopf? Nee, wir sollten doch irgendeinen komischen Trog machen. Leerer Trog, oder? 6-mal Bauholz, 3-mal Nägel und ein Heuballen. Ja, wir haben gar keinen Heuballen. Wie kamst du da drauf? I und dann oben auf den Hammer. Aber wir haben keine Nägel. Hast du irgendwo Nägel gesehen? Alicia! Jetzt, wo wir das auch hinter uns haben, ist es nur noch ein große Zusammenwerfen der Einzelteile. Jeder Schritt in der Blaupause nutzt eine bestimmte Handwerksstation. Willst du was zersägen, dann ist der Sägetisch der richtige Anlaufspunkt. Willst du jedoch was montieren, ja, da gehst du wohl lieber zur Montagestation. Macht Sinn, oder? Du musst die Items links neben der Station setzen. Das Endergebnis holst du von rechts. Wenn du das mit der Mitte der Station interagierst, geht's los. Das sollst schon mal einiges an Zeugs abdecken, was du für einen Trog brauchst. Am besten fängst du beim Sägetisch im Handwerkerladen an und machst aus schönem Bauholz. Falls ich nicht auf den Kopf gefallen bin, dann braucht die Scheune ein paar Tröge, Wände und ein Dach. Wenn du alles hast, kannst du die Scheune fertigstellen. Ich muss dich bestimmt nicht daran erinnern, wie du einen guten Bau zusammenwerkelst. Setz einfach ein paar Blöcke nieder und bau 4 schöne Wände. Vergiss die Tür nicht oder du hast echt ein Problem an der Backe. Deck das dann mit einem kräftigen Dach aus Blöcken ab und halt alles schön trocken. Es ist übrigens strunzegal, was du für eine Scheune baust. Wir haben eh keinen Bauplan. Bau einfach in den Bereich mit den leuchtenden Würfeln, Partikeln und alles wird gut. Ich warte darauf, dass du wiederkommst und mir davon erzählst. Was rauchen die eigentlich? Ich habe ein bisschen Angst. Also, ich muss da meine Nägel hinsetzen. Und dann muss ich da das Bauholz hinsetzen. Jetzt kann ich einen Würfel montieren, will ich ja gar nicht. Wo ist mein Heuballen? Ich nehme den Heuballen und pack den da auch hin. Und jetzt sage ich ihm, hey, mach mir mal 2 Tröge. Jetzt hat er mir einen Trog gemacht. Mach mir noch einen. Ich habe jetzt 2 Tröge. Und jetzt muss ich Wände machen. Wie mache ich Wände? Ja, warte, ich muss da auch mal hin. Oh oh. Was ist denn? Oh oh. Ich habe Bretter gemacht. Scheiße, jetzt habe ich Holzbretter. Also glattes Bauholz. Verdammt mich. Aber ich wollte doch eigentlich. Wie macht der jetzt den Trog? Du musst alles. Ja, du musst das. Hast du Bauholz gemacht? Also hast du die Baumstämme quasi ja, hier? So Balken. Ja, genau, die legst du auch noch mit drauf. Ach so. Und jetzt dürfte er dir sagen, hey, ich kann daraus was basteln. Nö. Wie nein? Also 2-mal Heuballen, 6-mal Nägel und Bauholz. Der sagt mir nur nichts. Wie viel Bauholz hast du? Gegenstände, nichts anfangen. Okay.
Nö. Ne, mich lässt er auch nicht. Aber, junge Frau, wollen wir uns das Ganze bei dir mal in Ruhe anschauen, warum er das nicht macht? Ja. Dann sage ich nämlich mal, das soll es für heute mit der ersten Folge von Stackel gewesen sein. Meine Frau und ich hoffen, dass die Folge euch gefallen hat. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr auf beiden Kanälen ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn es darum geht mit Maximi, Maxima, Alicia und vielleicht noch anderen Leuten weiterzureden. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut, und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.